Hallo Freunde, Zuschauer, Abonnenten. Das grüne Deckchen ist da. Wir machen heute mal ein paar mehr Videos. Der Kollege bearbeitet dann vor für die nächsten Zeiträume. Und zwar irgendwas mit Waffen. Das ist immer interessant. Das schaut ihr gerne. Der Kollege hat damals so einen schönen Ständer bekommen. Hier, zack und zack. Ihr kennt das alle. Hier kommt ein Schwert rein. Also es war damals mit bei im Lieferumfang. Und was hast du bezahlt? 199. Ja, also war schon ein stolzer Preis. Da schauen wir uns dann gerne mal an, was da noch mitgeliefert wurde. Und zwar hier, die, sag ich mal, die Kiste ist schön gemacht. Ist schon mal aufwendiger, wie ich damals bekommen habe. Hätte man mal für die Kamera ein bisschen schick machen können. So. Die Verschlüsse finde ich mal schon aufwendiger wie sonst. Lass mal ranzoomen. Das ist gar nicht mal ganz so billig gemacht, also finde ich gut. Oder hier, ne? Ja, das ist schön gemacht. So, dann werden wir mal öffnen. So. Aha, und dann bekommst du hier so eine Lieferung. Hier ist das Schwert drin. Pflegeöl. Oh, hast du das schon mal jemals benutzt? Nein. Deswegen hier auch das, die ranzige Machete, die wir vorhin vorgestellt haben. Die schon mal so ein bisschen angerostet ist. Aber ich würde auch mal so sagen, solange du das nicht aufschnippelst, läuft es auch nicht aus. Dann ein 2000er Schleifstein. Das ist schon mal gut, weil das ist wirklich sehr fein. Also hiermit machst du auch keinen Schaden, wenn du damit rüber gehst. Also super fein. So, dann hast du hier das schöne Schwert. Passt kaum auf den Tisch. Das sag mal so, Kistchen ist schon voll okay. Jo. Kann man gar nicht mal so maulen, oder? Finde ich gut. Das war aber damals, wo ich geliefert bekommen habe, nicht so schön. So, geflochtene Schnur. Das ist auch aufwendiger, wie ich damals hatte. Am Griff haben sie ein bisschen gespart. Diese sogenannten Minugis heißen die, glaube ich. Bestimmt falsch ausgesprochen. Diese Symbole sollten ja Glück bringen für den Schwertkampf wahrscheinlich. Sind drin. Und auch aus irgendeiner Metalllegierung ein bisschen verschoben, okay. Also ich habe das bei dem Innenschwert schon mal komplett auseinandergebaut und neu gerichtet alles. So, schön. Das mit dem Griff hier oben haben sie ein bisschen sparsam gelöst, aber wollen wir jetzt mal gar nicht mal maulen. Es sitzt scharf drin. Das ist schon mal schön gemacht. Na, schön. Also ich sag mal so, ich kann jetzt gar nicht maulen. Das ist, sieht aus wie ein Samurai-Schwert. Natürlich ist es nicht wie ein echtes, das wissen wir alle. Aber auch ein moderner Stahl ist widerstandsfähiger, als man eigentlich denkt. Auf alle Fälle federt's. Nur, wenn ihr mal einen kleinen Test machen wollt, ist das wichtig. Na, wir können ja mal aus Spaß dann draußen mal so einen kleinen Hack-Test damit vollführen, aber wir wollen ja auch nichts kaputt machen. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster raus. Diese sogenannte Härtelinie, die hieß, glaube ich, Hamann oder so ähnlich wird das geschrieben. Berichtigt mich, ihr könnt gerne was reinhäten. Und diese sogenannte Härtelinie wird gerne reingefälscht. Wir wissen ja nicht, ob der Stahl wirklich gehärtet wurde und das ist ja auch nicht handgeschmiedet, so wie damals im alten Japan. Aber es sieht zumindest optisch so aus. Was wir dazu sagen wollten ist, dass Amazon damals reingeschrieben hat, Schaukampf geeignet. Das ist schon mal ganz gut, darauf sollte man achten. Inwieweit das dann wirklich so ist, ist dahingestellt. Man kann aber schon mehr damit anfangen, wie mit irgendeinem Dekostück, was dir in der Hand zerspringt. Oder gleich verbiegt. Schön. Ich sag mal so, Preis haben wir gesagt. Und wenn man Interesse an sowas hat, ich meine, der Griff, es ist natürlich ungünstig, dass hier das Holz durchscheint. Wie gesagt, ich habe mir die Arbeit schon gemacht und habe neues weißes Leder eingezogen, den Griff neu gewickelt und ein Späßchen habe ich auch schon gemacht. Kann man ja, wenn man möchte. Die Grundlage ist da und das ist der Stahl. Der ist wichtig. Zubehör, wie zum Beispiel hier oben dieses Stichblatt. Diese Öffnungen zum Beispiel, die hier oben drin sind, das war eigentlich dafür da, dass hier oben
eine kleinen Beimesser befestigt wurden, die dann hier durchschauten, samt Griff. Habe ich mal gesehen auf dem Foto. Habe ich selber auch nicht. Habe ich mir damals dann doch nicht zugelegt. Oder zum Beispiel eine Schwertnadel, die man hier hinten aufstecken konnte. Sowas gab es auch. Naja, das ist schon mal alles ganz okay. Also ich würde mal so sagen, hast du jetzt nicht verkackt gekauft? Wie lange ist es her? 1-2 Jahre. Na, nicht ganz so aktuell. Aber alles okay. Wenn man Interesse an sowas hat, kann man sich doch gerne so etwas an die Wand hängen. Oder dekorativ auf dem Ständer. Ist doch alles okay. Und wir werden dann draußen mal einen kleinen Schnitttest machen. So, Freunde. Was macht man denn so mit einem schönen Schwert, was angeblich laut Amazon Schaukampf geeignet ist? Vielleicht kann man ein bisschen Holz hacken. Wir testen erstmal, ob es einigermaßen scharf ist. Ui! Das ist schon mal anders wie das andere. Es wirkt... Ui! Du Kollege, das ist besser wie die Machete. Das Ding ist wirklich scharf. Das Ding ist gefährlich. Also, guck dir das mal an. Das Ding ist gefährlich. Also, damit kannst du schon mal ein kleines Holzstück töten. Hallo Freunde. Ja, der Akku war wieder mal alle. Ich weiß gar nicht, warum man zum Video dreht geht und das Handy hat nur 20%. Es erschließt sich mir nicht, aber die Speicherkarte war frei. Das ist schon mal viel wert. Zweiter Anlauf. Schwert. Wir wollten jetzt mal schauen, was wir damit ausrichten. Das erste Stückchen Holz haben wir schon sehr schnell verzichtet. Vernichtet, nicht verzichtet. Dazu ist zu sagen, wir haben bisher noch keine Scharte entdeckt. Das Ding ist stabiler, als man auf den ersten Blick denkt. Jetzt werde ich nochmal schwungvoll hier gegen, hat sich der Kameramann gewünscht. Na, ich glaube, du musst dann doch mal die Katze sichern. Bitte, bitte. Gut, jetzt ist sie weg, die kleine Katze. Bitte Leute, das ist echt gefährlich. Kannst du auch den in der Hand halten und ich kann mal so? Bei 100 Likes. Bei 100 Likes, okay. Dauert also noch ein bisschen ein, Leute. Keine Kerbe, kein Nix. Und ich habe wirklich schwungvoll gegen dieses Hölzchen gegengehauen. Ich hätte es nicht gemacht. Aber Schaukampf geeignet heißt wohl doch, das ist ein bisschen stabil. Bloß ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein geschützter Begriff ist oder so. Also das ist wirklich ein gefährliches Teil. Du. Kann man sich wunderbar an die Wand hängen, sieht sehr dekorativ aus. Und im Notfall kann man damit einen Besenstiel zertrümmern, sage ich mal ganz ehrlich. Aber ich sag mal so, Kollege, du müsstest dein Zeug mal ein bisschen besser pflegen. Auch hier sind so ein paar kleine Roststellen dran. Leute, gönnt euch, sag ich mal so. Und wer Interesse hat an so ein bisschen fernöstlicher Kultur, kann sich so ein Ding auch gerne dekorativ auf den Schrank stellen. Ich habe hier auch mehrere Sachen da. Ist doch eine feine Sache. Tschüss, Freunde.